Wann sich die Installation einer Wallbox lohnt, worauf man bei der Auswahl achten sollte und welche Förderungen es dafür gibt, erfährst du in diesem Video. Hi, ich bin Mika und willkommen bei SolarID. Die E-Mobilität ist eine immer weiter wachsende Branche und immer mehr möchten den eigenen Solarstrom nutzen, um damit mobil zu bleiben. Allerdings braucht es dafür auch die passende Ladestation. Da die Infrastruktur dem Bedarf aber noch lange nicht gewachsen ist und das Laden des E-Autos über die herkömmliche Haushaltssteckdose nicht optimal ist, möchten viele eine eigene Ladestation installieren. Wer bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, kann dann sogar das Auto mit umweltfreundlichem Solarstrom laden. Aber worauf muss man achten, wenn man sich für eine Wallbox entscheidet? Und welche Förderungen gibt es für die Anschaffung? Das schauen wir uns in diesem Video einmal genauer an. Was ist eine Wallbox? Eine Wallbox oder auch Wandladestation ist eine spezielle Steckdose zum Laden von Elektroautos. Die Wallbox kann die Lademöglichkeiten mit dem Auto abstimmen und so für einen optimalen Ladevorgang sorgen. Für Wallboxen gibt es verschiedene Stecker, die unterschiedliche Merkmale haben. Für eine optimale Ladeleistung müssen sie auf das Auto abgestimmt werden. Welche Vorteile hat eine Wallbox? Berechnungen zufolge kommen auf eine einzige öffentliche Ladestation rund 17 Elektroautos. Damit gewinnt die Wallbox für zu Hause einen großen Vorteil. Denn wer sein Auto zu Hause laden kann, muss sich nicht mehr mit den durchschnittlich 16 anderen Nutzern um eine Ladestation streiten. Die Suche nach einer freien Ladesäule, die in der Nähe ist und wo das Auto auch für die benötigte Zeit stehen kann, gehört dann der Vergangenheit an. Stattdessen kann das Auto ganz bequem dann laden, wenn es sowieso nicht genutzt wird, meistens über Nacht. Das Laden selbst wird außerdem ebenfalls einfacher. Dank der Anpassung der Wallbox an das eigene Auto werden Adapter in der Regel überflüssig. Statt jederzeit eine Auswahl der entsprechenden Adapter mitzunehmen, kann das Auto ganz einfach mit dem passenden Kabel bzw. Adapter zu Hause geladen werden. Durch die Kommunikation zwischen Wallbox und Fahrzeug kann der Ladevorgang optimiert werden. Dank der besseren Hardware kann außerdem schneller geladen werden. Damit wird man mit der Wallbox noch flexibler und ist schneller wieder fahrbereit. Dank der besseren Ladeleistung werden Leistungsverluste verringert. Das Laden über eine Wallbox im Gegensatz zur konventionellen Haushaltssteckdose ist sicherer. Technisch werden Vorkehrungen getroffen, sodass die Stecker beispielsweise erst abgezogen werden können, wenn sie nicht mehr unter Spannung stehen. Und auch bei Diebstahl sind Wallboxen sicherer. Sie können beispielsweise abgeschlossen werden oder nur per Registrierung für bestimmte Autos bzw. Nutzer freigegeben werden. Per App-Steuerung können Ladevorgänge vom Handy eingesehen und gesteuert werden. Wer Protokolle braucht, beispielsweise für Abrechnungen oder auch nur aus reinem Interesse, kann diese ebenfalls über die Smart-Steuerung einsehen. Zu guter Letzt ist das Laden über das hauseigene Stromnetz in der Regel günstiger als über öffentliche Ladepunkte. Vor allem, wenn mit Solarstrom aus der eigenen Solaranlage geladen wird. Und auch ohne eigene Solaranlage kann man so wenigstens bestimmen, ob man mit herkömmlichem Strom oder mit Ökostrom laden möchte. Nutzt du deinen eigenen Solarstrom, um dein E-Auto zu laden? Welche Tipps würdest du anderen PV-Betreibern geben, die ebenfalls eine Wallbox installieren möchten? Schreib es uns in die Kommentare. Welche Nachteile hat eine Wallbox? Die Installation einer Wallbox hat wenig explizite Nachteile. Am schwersten wiegt dabei wohl der Anschaffungspreis. Die Planung und Installation bedeutet außerdem natürlich Aufwand, der in das Projekt investiert werden muss. Bei Platzmangel bzw. Immobilien ohne eigenen Parkplatz ist die Installation einer Wallbox außerdem oft problematisch, da kein Platz vorhanden ist. Nicht überall kann also problemlos eine eigene Ladestation installiert werden. Wo wird die Wallbox installiert? Damit durch die Wallbox das Laden des E-Autos einfacher wird, sollte sie am besten dort angebracht werden, wo das Auto sowieso viel steht. Bei vielen wird das die Garage oder das Carport sein. Allerdings spielen natürlich auch bauliche Vorgaben und Bedingungen sowie verfügbare Stromanschlüsse eine Rolle. Welcher Ort der ideale ist, kann daher immer nur für den Einzelfall entschieden werden. Am besten ist ein Ort, der gut erreichbar ist und an dem das Auto auch eine längere Zeit stehen bleiben kann, ohne andere Anwohner zu stören. Kann die Wallbox mit Solarstrom betrieben werden? Mit einer Photovoltaikanlage kann sogar der eigene Solarstrom zum Laden des E-Autos genutzt werden. Damit wird das Laden des Elektroautos nicht nur kostenlos, sondern auch umweltfreundlicher. Je nach Anlagenkonzept wird man mit dieser Kombination außerdem auch unabhängiger. Bei Stromausfällen steht dann trotzdem der eigene Solarstrom zur Verfügung. Allerdings bringt auch die Versorgung der Wallbox mit Solarstrom ähnliche Probleme wie das Versorgen des regulären Haushaltes. Der Ertrag ist abhängig von der Sonnenleistung. Das bedeutet, dass nur dann geladen werden kann, wenn auch genügend Sonne scheint, um Solarstrom zu produzieren. Da das vor allem für tagsüber Berufstätige oft nicht funktioniert, da das Auto dann nicht zu Hause steht, kann man aber auch einen Speicher nutzen. Damit kann der Ladevorgang auch nachts ablaufen, wenn eigentlich keine Solarenergie zur Verfügung steht. Aber auch hier sind die Kapazitäten begrenzt. Vor allem im Winter, wenn die Sonnenstunden sehr gering sind, wird der Ertrag wahrscheinlich nicht ausreichen, um die gesamte Ladeleistung für das Elektroauto zur Verfügung zu stellen. Du willst mehr zum Thema Wallbox und Solarenergie erfahren? Dann abonniere unseren Kanal, um in Zukunft keins unserer Videos mehr rund um Solartechnik zu verpassen. Was kostet eine Wallbox?
Die Wallbox selbst ist bereits ab etwa 400 Euro erhältlich, kann aber auch bis zu 2500 Euro kosten. Die Höhe des Preises ist vor allem mit der Leistung und der damit verbundenen Ladezeit abhängig. Eine 22 kW Wallbox lädt zum Beispiel ungefähr doppelt so schnell wie eine 11 kW Wallbox. Mit der 11 kW Wallbox hingegen geht das Laden im Schnitt immer noch etwa 5-mal schneller als mit der normalen Haushaltssteckdose. Zu den Anschaffungskosten für die Wallbox kommen aber auch noch die Kosten für die fachmännische Installation. Hier kann man etwa mit weiteren 1000 Euro rechnen. Welche Förderungen gibt es für die Wallbox? Mit dem Förderprogramm 440 der KfW Bank, das im Herbst 2020 ins Leben gerufen wurde, konnten Wallboxen pauschal mit jeweils 900 Euro gefördert werden. Über 600.000 Anträge wurden seitdem bewilligt und die Fördermittel sogar noch einmal um 300 Millionen Euro aufgestockt. Trotzdem sind die Mittel derzeit, Stand Januar 2022, erschöpft. Und es ist unklar, ob und wann das Programm wieder aufgenommen wird. Allerdings gibt es auch viele regionale Programme, die man für die Anschaffung einer Wallbox in Anspruch nehmen kann. Angeboten werden sowohl die prozentuale Kostenübernahme als auch ein pauschaler Zuschuss pro Wallbox. Es lohnt sich also, vor dem Kauf bei der jeweiligen Gemeinde oder Stadt nach einem entsprechenden Förderprogramm zu fragen. Viele Förderungen begrenzen sich aber auch auf bestimmte Modelle. Hier sollte man sich vorab also informieren und eventuell entsprechend planen. Worauf muss ich beim Kauf einer Wallbox achten? Wallboxen können einphasig laden oder zwei- bzw. dreiphasig. Da die Art der Wallbox aber mit dem Bordladegerät des E-Autos kompatibel sein muss, sollte man sich zuallererst informieren, welches Ladegerät für das eigene Auto genutzt werden kann. Je mehr Phasen zum Laden genutzt werden können, desto höher ist die Ladeleistung, desto weniger Zeit braucht es zum Laden des Autos. Allerdings bedeutet eine höhere Leistung auch einen höheren Anschaffungspreis. Auch hier sollte man sich also vorab überlegen, wie das eigene Ladeverhalten aussieht und ob eine schnellere Ladezeit tatsächlich ihr Geld wert ist. Zusätzlich verfügen viele Wallboxen über weitere Funktionen, wie zum Beispiel eine Smart-Steuerung. Damit ist der Ladevorgang zum Beispiel vom Handy aus einsehbar oder man kann sich einen Überblick über das Ladeverhalten machen. Auch solche Funktionen spiegeln sich natürlich im Preis wider. Allerdings können sie nützlich sein, wenn die Daten zum Beispiel für die Steuererklärung benötigt werden oder wenn die Wallbox von mehreren Parteien genutzt wird. Wichtig ist auch die Entscheidung, ob die Wallbox bereits ein integriertes Ladekabel haben soll oder lediglich eine Ladebuchse vorhanden sein soll. Das integrierte Kabel ist sicherlich praktisch, kann aber auch hinderlich sein, beispielsweise wenn mehrere Autos mit verschiedenen Steckertypen geladen werden sollen oder es sich um ein älteres Modell mit nicht kompatiblen Stecker handelt. Wer sicher gehen möchte, dass die Wallbox nicht von Unbefugten genutzt wird, kann sich für eine Wallbox mit Diebstahlschutz entscheiden. Diese sind entweder physisch abschließbar oder können durch eine RFID-Sicherung genutzt werden. Die berechtigten Nutzer können die Wallbox dann nur mit einem Schlüssel bzw. einer RFID-Karte nutzen. Wer bei sich zu Hause eine Wallbox installiert, ist außerdem verpflichtet, diese beim Netzbetreiber anzumelden. Durch die Anmeldung behält der Netzbetreiber den Überblick und kann besser planen, wie viel Energie bereitgestellt werden muss. Auf diese Weise soll eine Überlastung vermieden werden. Für Wallboxen über 11 kW gelten strengere Regeln. Diese müssen nicht nur angemeldet, sondern auch vorab vom Netzbetreiber genehmigt werden. Zum Schluss das Wichtigste auf einen Blick. Eine Wallbox ist eine Ladestation explizit für Elektroautos. Sie ist leistungsfähiger und sicherer als das Laden über eine herkömmliche Haushaltssteckdose. Die Wallbox kann auch über Solarstrom aus der eigenen PV-Anlage betrieben werden. Allerdings reicht der Ertrag der Solaranlage wahrscheinlich nicht aus, um die volle Ladeleistung zu bringen. Es muss also Strom zugekauft werden. Die Kosten für eine Wallbox liegen ungefähr zwischen 500 und 2500 Euro. Hinzu kommen etwa 1000 Euro für die Installation durch einen Fachbetrieb. Die Installation einer Wallbox ist gefördert. Es empfiehlt sich, vorab eine Recherche durchzuführen, welche Programme für die eigene Region noch aktiv sind. Die Wallbox sollte kompatibel zu dem zu ladenden Auto sein und je nach Bedarf über eine Smart-Steuerung und/oder einen Diebstahlschutz verfügen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr über Solarenergie erfahren möchtet, dann schaut doch auf solaride.de vorbei. Oder abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao!